Und ich glaube, wir verlangen auch nicht zu viel, wenn wir sagen, wir möchten nicht mehr, möchten nicht weniger, als endlich eine deutsche Regierung, die eben nicht fremdbestimmt, endlich beginnt, für und nicht gegen das eigene deutsche Volk zu arbeiten. Wir wollen keine Volksverräter mehr. Wir wollen endlich echte Volksvertreter. Und ich glaube auch, es ist nicht zu vermessen, wenn wir zudem noch fordern, dass wir nicht mehr und nicht weniger wollen als ein freies, unabhängiges Europa. Ein Europa, das sich eben nicht mehr pausenlos in irgendwelche transatlantischen Stellvertreterkriege zotteln lässt. Nein, wir wollen kein Europa mehr, das sich durch transatlantische Anliegen gegeneinander aufhetzen lässt. Wir wollen endlich ein friedliches, freundschaftliches, kameradschaftliches Europa. Wir wollen Wohlstand und Frieden für Europa. Ein friedliches Europa der Vaterländer, so wie es in unseren nationalen Kreisen immer wieder betont wurde. Und liebe Freunde, ich darf zum Schluss euch folgende mahnende Worte sagen, an euch richten. Die Möglichkeit, hier eure Meinung kundzutun, die Möglichkeit zu protestieren, die Möglichkeit zu demonstrieren, ist nicht nur euer grundgesetzlich verbrieftes Recht. Nein, es ist unser aller Pflicht. Wir haben diese Pflicht vor unseren Vorfahren, die für dieses Land nicht nur geschwitzt, sondern geblutet haben. Und wir haben diese Pflicht vor allem vor kommenden deutschen Generationen. Denn die werden Folgendes machen. Die werden uns fragen irgendwann, was habt ihr gemacht, als die Not am größten war? Und dann müssen wir sagen, wir waren gemeinsam auf der Straße, wir haben gemeinsam gekämpft unter dem Motto, unter der Losung Amigo Home für Frieden, Freiheit, Souveränität in Europa. Vielen Dank. Vor unserem Spaziergang. Ich weiß, ihr wollt los. Darf aber einer nicht fehlen, nämlich der Jürgen Elsässer, der als Ideengeber und Schirmherr dieser Kampagne sich hingestellt hat und diese ins Leben gerufen hat. Jürgen steht schon hinter mir hier auf der Bühne. Noch ein paar kurze Worte von Jürgen Elsässer und dann werden wir bestimmt, aber friedlich durch Leipzig laufen und es geht hier rechts von mir an der Bühne entlang, schon mal als Vorahnung. Hallo Leipzig! Ich kann es kurz machen. Es war eine Premiere heute, ist eine Premiere heute, die erste Demonstration Amigo Home auf deutschem Boden, heute hier in Leipzig. Und wir alle sind dabei, gezählt vorhin 6370 Leute auf dem Platz. Ist ein guter Start für Amigo Home. Und ich will nicht zulassen, dass unser schönes Deutschland vor die Hunde geht.
Und es wird vor die Hunde gehen, wenn wir dieses Besatzungsregime und seine antideutschen Vasallen nicht zum Teufel jagen. Ich habe 2015 gesagt, als die Regierung auf Geheiß des US-Milliardärs George Soros die Grenzen geöffnet hat, da habe ich gesagt, wenn die Regierung das Volk austauschen will, dann muss das Volk die Regierung austauschen. Und 2020 habe ich gesagt, als die Regierung auf Geheiß des US-Milliardärs Bill Gates uns alle eingesperrt hat, wenn die Regierung das Volk einsperren will, dann muss das Volk die Regierung einsperren. Und in der aktuellen Situation sage ich, wenn die Regierung auf Geheiß der Milliardäre der US-Fracking-Gasindustrie das Volk für den verdammten Krieg gegen Russland frieren lassen will, dann muss das Volk der Regierung Feuer unterm Arsch machen. Der Oberbürgermeister Burkhard Jung ist eine Schande für Leipzig. Ja! Ich mache ihn persönlich mitverantwortlich dafür, dass über den Flughafen Leipzig-Halle US-Militärgüter an die Ostfront transportiert werden. Das ist ein Bruch der völkerrechtlichen Zusicherung, dass ostdeutsches Gebiet nicht für die Amerikaner und nicht für die NATO zur Verfügung steht. Amigo home, und nimm den Burkhard Jung gleich mit. Hören des Gequäke der Antifa, die schon längst zu einer Transatlantifa geworden ist. Die Vorgängergeneration dieser Leute, die hatten noch Grips, die haben noch gegen die Amerikaner demonstriert. Zehntausende waren auf der Straße gegen US-Präsident Reagan in West-Berlin in den 80er Jahren. Da wurden Blockaden gebaut. Es war noch was von den Linken. Aber das Heutige, was die Linken bieten, ist doch nur die schmutzige Nachgeburt ihrer